Oh, hallo, liebe Kinder. Hier ist wieder eure Claudia. Und die Johanna. Wir wollen euch zusammen ein Lied vorsingen von der kleinen Meise. Kleine Meise, kleine Meise, sag, wo kommst du denn her? Suchte Futter, aber alles war leer. Kleine Meise, und was willst du bei mir? Ein paar Körnchen, und ich dank dir dafür. Kleine Meise, bitte sing mir ein Lied. Erst im Frühling, wenn das Schneeglöckchen blüht. Kleine Meise, und wohin fliegst du nun fort? In mein Nestchen, denn schön warm ist es dort. Oh, guck mal, das ist ein schönes Winterbild. Hier liegt Schnee drauf, Johanna. Hm? Siehst du auch einen Schneemann? Ja, der sieht. Wo ist denn der Schneemann? Hier. Und was steht daneben? Meinst du hier? Hm? Das ist ein Hund mit einer Mohrrübe. Oh, der Hund hat die Mohrrübe geklaut. Vom Schneemann. Oh, oh. Und guck mal, da ist ein Vogelhaus. Wenn es nämlich ganz tief und fest geschneit hat, finden die Vögel gar kein Futter mehr, ne? Weißt du, was die Vögel fressen im Winter? Was denn? Na, sag mal. Vogelfutter. Was denn, aber diese wenn... diese Vogelbeeren und so. Denkst, was essen die noch, wenn die im Sommer was zu fressen haben? Weißt du das? Nein, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die essen Würmer und Insekten. Ja, die essen auch Insekten. Und Raupen, genau. Raupen, ja. Und ja, die essen schon ein bisschen Raupen. Ja, und jetzt im Winter finden die kein Futter. Und deswegen stellen die Menschen das Vogelhaus auf, genau. Und hängen da, und da was dran oder die... tun es reinlegen. Mhm. Okay. Was ist denn überhaupt auf der Rückseite? Oh, ein Hase. Ja, da ist noch ein Hase. Und eine Eule sitzt im Baum. Ja. Schön. Okay. Und das hat hier schon auch geschneit. Und das eine schöne Winterlandschaft. Naja, mal sehen, ob es bei uns nochmal schneit. Also, liebe Kinder, wir möchten uns wieder verabschieden von uns, von euch. habt noch einen schönen Tag und bis bald. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss.